Ich habe schon viele Ausrüstungsgegenstände getestet. Das, was ich hier in der Hand halte, ist ein richtiges, ja, Profi-Werkzeug. Gemacht für die Special Forces der israelischen Armee. Auch made in Israel. Know-how von Special Forces Typen. Ich sag jetzt mal Typen. Mit Hammer, Spitzhacke, mit einer Schaufel. Die das Ganze für den Outdoor-Bereich, aber besonders zum Aufbrechen, für Rescue und andere Dinge einsetzen, so habe ich mir sagen lassen. Es gibt auch hier unten noch ein kleines Fach mit der Möglichkeit einer Säge. Und einem Messer. Das nenne ich mal Multifunktionalität. Und wenn du wissen willst, was dieses Spezial, Special Forces Spezial Multitool kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe dir gerade gezeigt, was in dem Teil drinnen ist, was es kann. Aber wir wollen es jetzt ganz einfach einmal testen. Und ich würde vorschlagen, ich möchte mit der Axt beginnen, mit dieser Mini-Axt. Du hast hier oben eine, ja, das ist so ein kleiner Clip, den du in die Höhe ziehst und dann kannst du die Ausrüstung ausfahren und dann auch wieder arretieren. Jetzt wollen wir mal haken. Jetzt ist mir natürlich klar, dass dieses Ding nicht unbedingt für den Outdoor-Survival-Mann gebaut ist und Bushcrafter überhaupt nicht, sondern so ein All-in-One-Tool und dass das eher dafür da ist, um irgendwo eine Tür aufzubrechen. Aber wir wollen trotzdem schauen, wir wollen den Härtetest machen, ob es wirklich Special Forces geeignet ist und wirklich auch was aushält. Ja. Klar, zweimal hacken und war kein Problem, machen wir gleich noch einmal. Ich meine, wenn du dir den Axtkopf anschaust, ich meine, jeden Bushcrafter wird es den Wagen umdrehen und jeden Holzfäller, aber das ist halt einfach eine andere Welt, ja, ist klar. Und wenn ich einen fetten Eschenscheit, den ich schon probiert habe, einige Mal mit einem Messer zu batonieren, da jetzt hacken probiere und dass das Ding aushält, dann wird es wohl auch andere Dinge aushalten. So. Wie gesagt, das ist kein, ich würde jetzt nicht sagen, dass das perfekte Outdoor-Tool ist, überhaupt nicht. Mir geht es einfach nur mal darum, okay, mach meinen Hackstock hin, das will ich eigentlich nicht. Aber es war mir einfach wichtig, mal herauszufinden, okay, ja, also da wird der Hackstock kaputt. Ja, das Ding ist wirklich, obwohl es hier eben diese mechanische Verbindung hier hat, ich meine, gut, mechanische Verbindung ist jetzt irgendwie Blödsinn, aber schau mal her, das dreht sich so und arretiert danach wieder. Ja? Jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Beitel da, Beitel, habe ich Beitel gesagt? Ich meinte Beitel, Stechbeitel, ja? Das habe ich damit gemeint, nein, diese Spitzhacke hier ausfahre, dann ist das im Endeffekt, ja, ich meine, wie gesagt, wir werden jetzt dann auch gleich Erdarbeiten damit machen. Aber ich möchte es jetzt einfach einmal missbrauchen. Ich mache meinen Hackstock kaputt. Schau mal her. Ich mache meinen Hackstock kaputt. Nein, das wollte ich nicht. So, dann werden wir es gleich mit dem Hammer wieder reinklopfen. Ja, jetzt ist zu spät. Kaputt ist kaputt. Also das macht einmal diese Sachen hier alle mit. Da ist ein Hammer. Ich werde jetzt keine Nägel einschlagen, weil du willst sicherlich nicht meine Koordinationshand, Auge-Hand-Koordinationsfähigkeiten sehen, sondern wir wollen ja sehen, ob dieses Ding auch wirklich was aushält, okay? Da geht jetzt der Verschluss auf, aber ich war auch wirklich unfreundlich, möchte ich gleich dazu sagen. Aber ich denke mir, wenn das für die Special Forces freigegeben ist, so wie mir der Importeur versichert hat. Es kommt direkt aus Israel. Ja. Viele Grüße, lieber Thomas. Das Ding ist wirklich cool. Ja. Ist alles wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht und hält einfach was aus. Ich werde dann auch noch ein bisschen was für den Einsatz von den Special Forces und von den Einsatzkräften aus Israel darüber erzählen, was ich vom Thomas weiß. Aber mal fürs Erste bin ich zufrieden. Daumen nach oben. Gut, dann werden wir mal den Boden bearbeiten. Ja. Naja.
nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel. Mhm, okay. Ich möchte kein Schützenloch damit ausheben. Ich möchte überhaupt kein Schützenloch ausheben, muss ich hinzufügen. Aber gut. Also das geht einmal alles wirklich sehr, sehr gut. Wie verhält es sich? Also ich merke jetzt nichts irgendwie Materialverschleiß oder sonstiges. Übrigens, das ist ja ein steiniger Schaasboden hier. Also alles voll mit Stein und Co. Ich habe schon einmal so eine China-Schaufel getestet, da habe ich einmal reingehaut oder zweimal oder dreimal und es war kaputt. Das ist hier nicht der Fall. Ich bin auch positiv überrascht. Das ist ganz schön effektiv. Also wirklich. Ist auch so von der Form her. Wirklich nicht schlecht. Ich meine, ja, ein richtiger Spaten ist cool, aber gut, das ist aber auch ein Multitool hier. Da habe ich andere Funktionen auch noch. Ja, also liebe Leute, in der Zeit, in den Boden mit den ganzen Steinen und so weiter, das Loch mit diesen Beitel, finde ich durchaus positiv, ja. Bin ich jetzt wirklich positiv überrascht. Dann, ich kann natürlich auch so arbeiten und reinstechen. Okay, war cool. Das geht wirklich gut. Also noch einmal, mir ist schon klar, wenn ich da jetzt einen anderen Spaten nehmen würde, wäre das noch cooler, noch schneller. Aber für das Ding, das ist wirklich cool. Also es taugt mir wirklich, sehr lehmig der Boden übrigens, ja, an der Stelle. Sehr cool. Übrigens, ich bin hier auf Waldurlaub.at im Bushcraft-Areal und wenn du deine Ausrüstung testen willst, dann schau mal auf Waldurlaub.at vorbei und buch dir das Camp oder ein Haus oder einen Zeltplatz und erlebe deine Bushcraft. Liebe aus oder grab einfach ein Loch mit einem Multitool aus Israel. Nein, also ich höre jetzt auf, wirklich, also mit dem kleinen Scheißerl, das hier, und das sage ich nicht nur, weil ich es verkaufe, sondern weil ich das genauso gut empfinde, das kann sich wirklich sehen lassen. Also wie gesagt, Graben, das war schon einmal wirklich in Ordnung. Das finde ich gut. So, jetzt wollen wir die Axt mal ausprobieren. Und zwar nicht nur beim Spalten, sondern eben beim Hacken. Das ist ein Baum, den ich mit einer Schaufel umgehauen habe. Das darf ich aber hier, weil ich bin hier in einem speziellen Bereich des Bushcraft-Areals, wo das erlaubt ist. Na, das rührt sich überhaupt nicht. Okay. So, ich habe es jetzt wirklich fett eingebaut. Also ich bin positiv beeindruckt, wirklich. Geht doch immer. Also ich schenke dem da jetzt überhaupt nichts, gell? Also stabil, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das aufgrund der Axtform, das jetzt nicht ideal zum Arbeiten ist, um einen Baum zu fällen, das ist klar, aber es geht. Du siehst da alles. Das, was du da wackeln hörst, das ist das Innere, ja? Das ist die Säge und das Messer, das ich dir eh gleich zeigen will, aber nichts, null, nein, das bewegt sich null.
Gut, dann wollen wir uns einmal die Säge anschauen. Dafür ist, aber das ist Zubehör. Wie gesagt, kannst du dazu kaufen, kriegst alles bei mir im Shop. Du drückst rein und ziehst nach unten, dann geht das Ganze auf und dann hast du hier im Griff einerseits einmal eine Säge, die werden wir gleich testen, und ein Messer, das werden wir auch testen. Jetzt fangen wir mal mit der Säge an. Ja? Und das ist das, was du vielleicht jetzt auch immer wieder, wenn ich es bewegt habe, gehört hast. Das da drinnen ist das Sägeblatt hier. Aber das ist ganz einfach so. So, jetzt werden wir mal die Säge ausbauen. Die ist, und das finde ich cool, das finde ich wirklich cool gemacht, und zwar die ist auswechselbar, hier mit einem Schlitz, ja? Ja, der sich auch ein bisschen gelöst hat jetzt durch das Hacken, merke ich gerade, aber das ist so. Ja, der hat sich gelöst, aber du kannst ein Bosch-Sägeblatt, klassisches Sägeblatt hier mit einbauen, und das finde ich halt schon sehr, 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 sehr praktisch. Gut, jetzt hat sich, und wie gesagt, ich fake hier nichts, jetzt hat sich durch das Hacken hier dieser Teil, dieser Schlitz hier, etwas verarbeitet. Gut, den will ich wieder festmachen. Dann schauen wir uns gleich einmal das Messer an, das werde ich dann nachher noch einmal ein bisschen genauer beschreiben, aber jetzt schauen wir mal, ob wir das mit dem hier festschrauben können. Nein, aber mit dem hier. Hier hinten, hier hinten, da ist ein Teil für ein Lanyard, und mit dem kann ich das hier auf- und zuschrauben. Ich habe das nicht nachgelesen, ich lese nie irgendwas nach, ich teste die Sache einfach. Deswegen passiert es mir auch manchmal, dass ich Sachen nicht sage, die eigentlich dabei sind, aber so bin ich halt, ich lese die Beschreibungen da vorher nicht. Das geht voll super, das geht wirklich gut damit, und jetzt ist die Säge auch wieder voll da. Ach, ich mag solche Produkte. Also ich muss sagen, das geht wirklich rucki zucki, das geht auch wirklich gut. Dann schneidet man einen Keil raus. Hat super funktioniert, also überhaupt nichts. Ich meine, das liegt nicht an der Säge, sondern es ist das Sägeblatt von Bosch. Ja? Wenn du hier ein anderes einbaust, ja, mit einer anderen Zahnung, dann ist das auch in Ordnung. Wie kannst du jetzt wieder, ja, weil es ist arretiert, wieder lösen, hier hinten Backlog, und du kannst die Sache wieder einbauen und kannst, eben wie ich gezeigt habe, das Ganze auch wieder wechseln. Das finde ich super. Feuerstahlbedienung ist auch möglich hier mit dem Teil, hier hinten, das zeige ich dir dann nachher. Oh, jetzt schauen wir uns das Messer an. Das Messer wird mit einer Scheide ausgeliefert. Hier hinten gibt es einen Clip, das heißt, du kannst das auch hier in den Gürtel reinklippen. Klipp's mal jetzt hier ans Hemd, das ist aber egal. Einmal ziehen und dann hast du das Messer. Hier die Scheide noch einmal. Ich sehe jetzt keine zusätzlichen Funktionen. Es ist hier unten ein Loch, dass Flüssigkeit ablaufen kann. Das ist einmal alles gut gemacht. Feuerstahlbedienung mit dem hier glaube ich nicht. Aber dazu haben wir die Säge. Gut, das Messer liegt gut in der Hand, es ist sehr, sehr schlank. Ja, braucht aber auch nicht mehr können, ist sicher meiner Meinung nach, jetzt muss ich was schnitzen. Also es ist nicht übel. Ich meine, dass ich da jetzt nicht erwartet habe bei diesem Messer, dass das das schneidigste Supermesser der Welt ist, das ist klar. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Ich meine, wenn ich jetzt einen Vergleich machen darf, und zwar zum Reini Rossmann Bushcraft Messer, und da jetzt mal durchgeht durch dieses ausgetrocknete Ahornstück, ist ein Ahorn, ist klar, dass der Bushcraft Beaver besser durchgeht, aber man muss auch fair bleiben. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich auch bei mir im Shop, wenn es nicht gerade ausverkauft ist, weil alle es auf einmal wollen, aber schau vorbei und trag dich ein in die Warteliste. So auch hier, bei diesem Tool hier, aber da komme ich dann noch später dazu, aber es ist wirklich in Ordnung, ich meine, ja. Du kannst alles machen, was man damit machen können muss. Es ist Full Tang unter Anführungszeichen, geht komplett durch, natürlich hier die Ausnehmung nicht. Ja, ich glaube, dass das ein GC-Ingriff ist, ich schätze jetzt mal, das ist eine Mutmaßung. Hier haben wir ein bisschen ein Chimping dabei, stört mich jetzt hier aber auch nicht sonderlich. Es ist ein Notfallmesser, also es ist jetzt nichts, wenn ich sage, ich gehe Bushcraften, wird dieses Tool ohnehin nicht der Weisheitsletzte Schluss sein. Ja, das Messer ist in Ordnung, ist wirklich in Ordnung. Natürlich gibt es Besseres, aber so schlecht ist es auch nicht. Ist schon in Ordnung.
Und natürlich interessiert mich die Feuerstahlbedienung und ich habe schon ausprobiert, wie weit das es geht. Und zwar mit dem Sägerücken hier hinten. Feuerstahl. Das geht vorzüglich damit. Und da sich das Teil ja auch wechseln lässt, hast du auch überhaupt kein Problem, dass ich mit der Zeit natürlich das hier ein bisschen abarbeiten kann und vielleicht nicht mehr so scharf ist. Aber das geht sich alles super aus. Also meiner Meinung nach Daumen nach oben. Ja, und wie gesagt, in der Standardausführung ist das nicht dabei. Da ist hier eine kleine Box drin, in der man Ausrüstung verbauen kann. Als Add-on kann man eben dieses Messer und diese Säge mit dazu bestellen. Die passt genau hier hinten rein zu klacken. Und die Sache ist erledigt und dann hast du das hier mit eingebaut und dann hast du ja eine One-Tool-Option. Aber ich werde dir noch was zeigen. Und zwar die Tragevariante. Eine Variante ist am Gürtel, da gibt es diesen Pedalholz damit dazu. Da kannst du das Teil hier mit einbauen und kannst es am Gürtel tragen. Ja, so seitlich einklacken. Ist alles Geschmackssache, ob dir so etwas gefällt oder nicht. Kannst du auch mit dazu kaufen. Macht Spaß. Macht Spaß. Es ist halt, das Ding hat schon einiges an Gewicht. Das heißt, das ist jetzt nichts für Reines. Ja? Weil meine Hose rutscht sowieso aufgrund meiner Figur immer wieder runter. Ich habe das ausprobiert. Also das ist ganz einfach. Das sieht schon ganz schön. Aber was ich wirklich genial finde, und das taugt mir wirklich, das ist dieses Case hier. Ja, dieses Case. In diesem Case passt das Ding ganz genau rein. Das kannst du da mit einbauen. Ich habe das übrigens im Regen liegen lassen, um mal zu testen, was passiert eine Woche, wenn man es im Regen liegen lässt. Gar nichts passiert, es funktioniert alles super. Ich glaube, dass das irgendein wasserdichtes, oder wasserdicht ist nicht richtig, wasserabweisendes Dingsbums ist. Erstens kann man es hier montieren. Ja. Oder man kann es eben mit einem Schulterriemen tragen und somit immer mit dabei haben. Und dann hast du eben diese One-Tool-Option. Also das ist eine Möglichkeit, besonders auch für urban Survival. Damit meine ich jetzt aber nicht für den Alltag, also nicht als Everyday Carry, nein, nein, nein. Sondern für ja, Notsituationen in Katastrophensituationen. Und der Tomer hat mir erzählt, dass in Israel, er ist Israeli und hat mir beschrieben, dass das halt so in der Form ja, in diesen Militärfahrzeugen zum Beispiel hängt. Und dass die, oder so angemacht, dann hat einen speziellen Platz in dem Fahrzeug. Und wenn die jetzt zu einem Einsatz gehen und etwas aufbrechen müssen oder etwas kaputt schlagen müssen oder was mal zu tun, ich bin kein Special Forces Mann, so schaue ich überhaupt nicht aus und bin ich auch überhaupt nicht, da kann ich gar nichts mit. Aber dann nehmen die das runter und gehen mit dem und hämmern dann, weil du hast den Hammer, oder sie verwenden es eben, um irgendetwas auszubutteln, etwas einzubutteln. Angeblich, ja, habe ich jetzt so ein bisschen, das habe ich schon recherchiert, ist das auch etwas, was ja, im Militäreinsatz halt verwendet wird. Ja, ich will das jetzt nicht näher ausführen, aber es ist ganz einfach so. Oder eben diese Axt hier mit dazu. Und hast ein Werkzeug. Das im Griff hier hinten ist ein Add-on, das standardmäßig eben nicht dabei ist, sondern eben für diesen Wildnisaspekt. Wenn man es wirklich im Wildnisbereich einsetzen mag, kann man das noch mit dazu nehmen. Aber besonders mit dieser Tasche hier finde ich das Ding wirklich eine wirkliche Überlegung wert. Ja, ich finde es cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding gibt es natürlich billiger irgendwann alles bei mir im Shop. Schaut euch das ganz einfach an. Ich weiß, dass es seinen Preis hat, aber das ist halt auch von den verwendeten Materialien etwas anderes als das Kinderklump, das da auf Alibaba, Wish oder sonst irgendwo oder auf Amazon nachwerfen um 19,90 Euro Sonderrabatt. Sondern das ist halt ein Werkzeug, das die Menschen einsetzen, deren Leben auch davon abhängt und die ihr Leben auch wirklich aufs Spiel setzen und nicht nur ein Spiel machen. Hm? So, das zu dem. Schau es dir an. Wir holen das über den Großhändler direkt aus Israel. Das heißt, wir haben ein bisschen längere Lieferzeiten, aber wenn du bestellst, dann kriegst du auch garantiert eines. Schau dir das ganz einfach an und schau dir auch das Zubehör an. Und ich werde es in den Langzeittest nehmen, werde es auch, das ist billige Eigenwerbung, auch zu meinen Survival-Trainings, Live-Trainings mitnehmen. Das heißt, diejenigen, die Training machen wollen und das einmal befummeln wollen vorher, haben auch die Möglichkeit, das bei mir dann im Training live zu tun. Das war's jetzt. Daumen nach oben oder nach unten, schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst, ob du das als One-Tool-Option siehst, dieses Combat-Multi-Tool der israelischen Armee. Das würde mich irrsinnig interessieren. Abo dalassen, da geht es direkt in den Shop zu diesem Ding hier. Schau es dir ganz einfach an. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und bleib dran, denn in einem Jahr mache ich den Langzeittest und die Erfahrungen dazu. Dein Rainer Rossmann, bis bald und ciao, ciao.